haben uns entschieden, den Betrieb wirklich relativ jung zu übergeben, um den Jungen auch die Chance zu geben, sich selber zu verwirklichen, ihre Ideen in dieser Käse aufzudrücken. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig für eine Firma, dass das Denken, das ich hatte, weg ist und die anderen denken etwas anders. Mit rund 25 konnte ich die Käserei mit meinem Mann zusammen übernehmen. Und das war eine riesige Chance, die wir hier hatten. Es ist eine riesige Aufgabe und es ist immer wieder spannend, in verschiedene Winkel noch hineinzusehen, die man von außen vorher nicht so gesehen hat. Und ich freue mich eigentlich jeden Tag, wenn ich arbeiten kann. Tradition und Innovation ist sehr wichtig. Also Tradition ist unsere Herkunft und Innovation ist das Benzin für die Zukunft. Und es gibt viele Leute, die das Gefühl haben, dass das sich beißen. Und das glaube ich eben nicht. Man kann traditionell sein und trotzdem innovativ. Mir war es sehr wichtig, dass wir eine gute, gesunde Work-Life-Balance anbringen. Dass ich eigentlich beide, also Familie und Beruf, in Einklang bringen. Das ist ja bei allen eigentlich eine grosse Herausforderung. Und ich wollte das eine haben und das andere nicht. Und ich habe mit dem, dass ich die Käserei von meinen Eltern übernommen habe, das können jetzt so machen, dass ich eben beides haben kann. Wir haben diese Milchmenge von rund 700'000 Kilo Milch im Jahr können auf 1,8 Millionen Kilo Milch steigern. Und gleich noch eigentlich mit den gleichen Sorten, die wir herstellen, mit den gleichen Grundsätzen, wie bereits mein Grossvater eingeführt hat. Und auf das bin ich sehr stolz, dass wir das auch weiterhin so weitermachen können.